Hallo und ein herzliches Willkommen hier aus dem Eifel 3 TV Studio. Draußen war heute wieder ein schöner sonniger Tag und hier die neueste Ausgabe unseres Eifel 3 TV Corona-Blog. Getreu nach dem Motto Fit durch die Krise, der nächste Sommer kommt bestimmt, hat die Bezirksregierung Köln für die Schülerinnen und Schüler über ihre Schulen eine Mail zukommen lassen. In diesen Zeiten tut Bewegung im Rahmen der Möglichkeiten auch von zu Hause aus gut, so wendet sich der leitende Regierungsschuldirektor Achim Eckstein in seiner Mail an die Schülerinnen und Schüler und liefert kurzerhand einen Link zu schulsport-nrw.de gleich mit. Hier finden übrigens nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern jeder, der mag, einen kleinen Kalender mit Übungsvorschlägen in Wort und Bild. Aber auch kleine YouTube-Videos des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin sind zu finden, die Bewegung, Spaß und Bildung in den für alle ungewohnten Alltag bringen sollen. Anfang der Woche haben wir bereits über die großartige Hilfsaktion zum Nähen von Schutzmasken berichtet. Viele hunderte bunte Masken sind so inzwischen entstanden und entstehen weiter. Denn diese werden nach wie vor dringend nicht nur in Krankenhäusern und Arztpraxen benötigt, auch in den Heimen und bei den mobilen Pflegediensten der Region ist dringend benötigtes Schutzmaterial Mangelware. Ein wesentlicher Bestandteil dieser selbstgenähten Masken ist das sogenannte Schrägband. Dass dieses nicht ganz so einfach in der Herstellung ist, zeigt uns Maria und Andreas Lennartz aus Lammersdorf in einem kleinen Video, das sie uns geschickt haben. Ja, wir befinden uns hier im Keller des Hauses in meiner schönen Holzwerkstatt. Die ist heute etwas umfunktioniert worden. Das ist eine sogenannte Schneiderwerkstatt. Und wir haben gedacht, wir machen mit. Dann haben wir uns einen Stoffball geliefert und die Streifen sollten 4,5 cm breit und 90 cm lang sein. Da der Ball nur 8 cm breit ist, habe ich das schief gemacht, schräg gemacht und bin so auf 90 cm gekommen. Habe mir eine Holzleiste geschnitten auf 4,5 cm, will die aber jetzt nicht täglich mit der Schere machen, sondern habe mir ein Teppichmesser genommen. Und ziehe jetzt einfach mal hier vorbei. Drücke also die Holzleiste fest auf den Stoff und hoffe, dass das durchgeht. Dabei wird natürlich eine schöne Holzplatte leicht ramponiert. Aber das ist nicht so schlimm. Manchmal bin ich auch zu bange und gehe nicht bis unten durch. Da muss ich nochmal nachschneiden. So, oder ich muss die Klinge nachstellen. Sehen wir gleich. So, jetzt habe ich also praktisch zwei Streifen geschnitten. Die werden hier nochmal getrennt. Maria ist also jetzt dabei, die Streifen in eine kleine, hochkonzentrierte Schablone zu schieben, mit dem Bügeleisen drüber zu fahren und keine Krawatte zu machen, sondern diese Bänder, die nachher an den Mundschutz genäht werden, zu fertigen. So, Maria füllt jetzt die Tüte, die abholbereit draußen hing, mit neuen Streifen, die im Laufe des Tages schon mehrmals geleert wurde. Wir hängen sie wieder draußen hin und unsere Tagesarbeit kann noch abgeholt werden für die weitere Verarbeitung, eine kontaktlose Übergabe. Ja, wirklich beeindruckend. In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben sich die Bürgermeister der drei Eifelkommunen sowie Manfred Eis vom Förderverein der Eifelklinik und Dr. Christian Blau für das ehrenamtliche Engagement der Näherinnen bedankt, die in kürzester Zeit über 1200 Masken gefertigt haben. Mit diesen Masken wird das Infektionsrisiko der Mitmenschen reduziert, da Tröpfchenwolken verhindert bzw. begrenzt werden, so Dr. Blau, Chefarzt der Eifelklinik Simmerath. 38.000. So groß ist die Zahl der Masken, die bis Ostern, so der Wunsch der Bürgermeister, gefertigt sein soll, um möglichst alle Bürgerinnen und Bürger der Nordeifel mit einem selbstgenähten Mundschutz zu versorgen. Um diese große Menge an Masken herzustellen, bedarf es noch weiterer Unterstützung durch Näher und Näherinnen und Sponsoren, auch wenn die Kosten von den Kommunen getragen werden. Wer mitnähen möchte, soll sich bei der Koordinatorin der Aktion Eva Totzei melden. Die Telefonnummer blenden wir ein.
Gewerbebetriebe, die ihre Mitarbeiter mit Masken ausstatten möchten, sollen sich in ihren jeweiligen Rathäusern melden. Großartige Arbeit. Und an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank an alle, die da draußen, die mit ihrer Hilfe die Gemeinschaft unterstützen. Ja, draußen kommt so langsam der Frühling in Gang und erste Blumenblüten lassen das Herz in diesen manchmal gefühlt grauen Tagen etwas höher schlagen. Die Blumenpracht im eigenen Haus oder Garten dagegen ist zu Zeiten angeordneter Geschäftsschließungen zwangsweise etwas zu kurz gekommen. Das soll sich jedoch in Kürze schon ändern, wie Hubert vom Fenn zu berichten weiß. Sag es mit Blumen, das war in den letzten Tagen nur mit Blüten aus dem eigenen Garten möglich, da auch die Gärtnereien geschlossen blieben. Seit heute ist das anders. Da dürfen die Floristen wieder ihre Geschäfte öffnen, allerdings mit Zugangsbeschränkungen und Hygienevorschriften wie Plexiglasscheiben an der Kasse. Die Gärtnerei Schachtmann in Rötschen nimmt es genau und peilt die Eröffnung nach kleineren Umbauten und Blumenbestellungen für Mittwoch, Donnerstag nächster Woche an. Kontakt über das Internet ist aber sofort schon möglich. Derweil kann man sich im Dorfzentrum ja an dem kleinen Beet des Gartentreffs Rötschen erfreuen, auch wenn dies etwas verlassen aussieht. Na, das sind doch zum Ende noch ein paar schöne Aussichten. Und das war auch schon unser heutiger Eifel 3 TV Corona-Blog. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder der Kollege Dirk Neuss. Bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.